Meine Lieben, gottverlassen mag einem die Welt momentan vorkommen, wenn man die aktuellen Nachrichten so sieht. Wo ist denn Gott in all dem Wahnsinn? Welchen Sinn hat noch, was wir hier tun? Wie soll es überhaupt weitergehen? Hilflos kommen wir Menschen uns vor. Ich glaube aber, gerade die Frage nach Gott kann uns auch zeigen, wo unsere Aufgabe ist, was wir zu tun haben, was gerade wir als Christen der Welt jetzt auch geben können. Die Versuchung ist da, zu sagen, Gott ist tot, er ist weg, er hat uns im Stich gelassen. Aber gerade im Evangelium des ersten Fastensonntages, wo es um die Versuchungen Jesu geht, will ich dem neu auf die Spur kommen. Was hat uns gerade auch jetzt in dieser Stunde der Welt unser Glaube zu sagen? Und wie können wir als Christen bewusst beten, aber auch handeln, jetzt in dieser Stunde? Ich lade euch ein, den Gottesdienst mit mir zu feiern. Ich werde davon erzählen, am Sonntag um 11.30 Uhr bei der Messe zum ersten Fastensonntag hier in Feichten an der Alz. Dieser Gottesdienst wird auch wieder live übertragen im Regionalfernsehen Oberbayern und auch auf unserem YouTube-Kanal Pfarrverband Feichten. Beten wir mit, feiern wir mit, machen wir uns Mut. Ich wünsche euch allen einen gesegneten, friedvollen Sonntag.